Herzlich willkommen, liebe Vegetarier und Leute, die es mal werden wollen. Hallo, liebe Kochfreunde, wir machen heute wieder einen sehr leckeren. Hallo, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Veggie TV. Zu Halloween machen wir heute eine Kürbissuppe. Was brauchen wir denn dafür, Carsten? Ein Hokkaido, Möhren, Olivenöl, Kürbiskernöl, Orangensaft, Ingwer, Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe und Sahne. Okay, wie fangen wir an? Dann schnappen wir uns als erstes mal den Kürbis. Wir halbieren jetzt erstmal den Kürbis, holen dann die Kerne raus und anschließend wird es dann gewürfelt. Wenn man es übrigens eilig hat und die Suppe schnell fertig werden muss und man eine Mikrowelle hat, könnte man auch theoretisch diesen kompletten Kürbis in Frischhaltefolie einpacken. Einmal 3 bis 5 Minuten in eine Mikrowelle, kurze Pause, nochmal 3 Minuten hinterher, dann ist der quasi schon gar. Lässt er sich auch leichter schneiden, aushöhlen und dann spart man sich, genau, dann dauert das Kochen nicht so lange. Und hier lassen wir jetzt die Schale dran. Beim Hokkaido kann man die Schale dran lassen. Dann machen wir mit der Möhre weiter. Die machen wir auch klein. Dann brauchen wir noch den Ingwer. Den schneiden wir jetzt auch in feine Würfel, braten den dann zusammen mit den Möhren kurz an. Wird dann mit Orangensaft abgelöscht und dann kommen die Kürbiswürfel damit rein. Jetzt haben wir alles gewürfelt und können anfangen mit dem Braten. Richtig. Da werden jetzt die Möhren und der Ingwer. Werden jetzt erstmal kurz genau in Olivenöl angebraten. Dazu nehmen wir auch ein recht gutes Olivenöl. Olivenöl sollte immer hochwertig sein. Machen wir erstmal Ingwer hier drin. Durch das vorige Anbraten ergibt sich immer so ein leichtes Röstaroma. Genau, und die Stärken in der Möhre werden aufgeschlossen und dadurch wird es ein bisschen süßer. Mhm. Okay, dann können wir jetzt hier einmal mit Orangensaft ablöschen. Wird die Schale dann auch richtig weich? Ja, und warm. Würzen müssen wir es unbedingt noch. Werfen wir jetzt ein bisschen Pfeffer ran. Schön Salz. Ja, wir haben ja Brühe schon drin, deswegen mit dem Salz ein bisschen vorsichtig sein. Dann können wir jetzt pürieren. Wir haben jetzt eine Kürbissuppe, aber da wir eine Kürbiscremesuppe machen wollen, kommt noch Sahne dran. Machen wir ein bisschen Sahne. So, dann haben wir hier das gute Kürbiskernöl.